Hallo Freunde und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Tabletop Stuff. Ja, heute, wie ihr vielleicht hier sehen könnt, viele Kisten, Boxen, denn heute muss ich ein wenig strukturieren, das heißt auch etwas Struktur auf unseren Kanal bringen, damit man einfach viele Themen und Kategorien dann besser auf unserem Kanal findet. Und ja, wie ihr halt sehen könnt, haben wir hier noch einiges an diversen Boxen und ja, Modellen, die jetzt auch speziell für die Kampagne halt noch fertig gemacht werden müssen. Und da ist es mir halt in den Kopf gegangen, dass ich doch einfach ein neues Format mit auf den Kanal bringe, wo ihr praktisch solche Sachen auch verfolgen könnt. Weil unser Anspruch ist es halt immer, wenn wir jetzt Battle Reports, also Schlachtberichte, Spielberichte zeigen oder halt ja, andere Vorstellungen im Zusammenhang mit Modellen, sei es jetzt irgendwelche Armeelisten nochmal auseinandernehmen oder vorbereiten oder halt einzelne Vorstellungen von Modellen, Fahrzeugen, Miniaturen, die ihr halt im Spiel verwenden könnt, dass die halt bemalt sind. Wir finden es halt einfach ansprechender und deshalb gehen wir halt auch davon aus, dass ihr das auch so empfindet. Ja, und damit ihr aber so ein bisschen an dem Prozess teilhaben könnt und ja, ein bisschen sehen könnt, was wir eigentlich machen, dass das nicht hier einfach irgendwo aus der Ecke kommt und ja, es ist fertig. Möchte ich, wie gesagt, jetzt erstmal für mich selbst, Christian würde das wahrscheinlich ähnlich handhaben, aber für mich selber jetzt ein Format reinbringen, das nennt sich im Prinzip Yamashitas Tagebuch. Ja, wer ist Yamashita? Also Yamashita ist für mich jetzt mein alter Ego jetzt direkt für die Kampagne. Er hat jetzt... Es ist keine reale Person, sage ich jetzt mal, gewesen, wobei das nicht ganz stimmt. Er ist zumindest keine reale Person gewesen auf Guadalcanal, also war da nicht anwesend oder hat da ja, irgendwas geführt, geleitet auf der Insel. Yamashita ist insofern korrekt, weil... Ja, er war eine Persönlichkeit, ein japanischer General auf den Philippinen damals, in den 40er Jahren. Und war da auch als Tiger von Manila bekannt und ja, hatte da praktisch seine Geschichte. Also er hat jetzt mit Guadalcanal nichts zu tun, aber er ist jetzt mein alter Ego jetzt hier für diese Kampagne, speziell für Guadalcanal. Und er wird euch im Prinzip mitnehmen, also ich werde euch mitnehmen, ja, in den ganzen Projekten im Zusammenhang mit unserer Kampagne. Ja, und das Ganze halt auch ein bisschen persönlicher halt gestalten, dass er so ein bisschen meine Gedanken halt zu der Kampagne, allgemein zu dem Hobby noch mitbekommt und vielleicht da auch noch ein besserer Austausch mit euch möglich ist, wo ich euch konkret mal meine Gedanken dazu mitteilen kann, zu den einzelnen Aspekten und wo ich auch mal ja, Fragen mit euch ja, bearbeiten kann, die ich jetzt an euch habe, die ihr vielleicht auch an mich habt. Und ich denke, da ist dieses Format ganz gut. Ist vielleicht auch so eine kleine Maltisch-, Basteltisch-Bekleidung, denke ich mal. Weil ich da ja selber dann was baue bzw. bemale. Und ja, ich denke, das wird eine runde Sache. Ich würde das gerne so ja, zwischen 30 Minuten und einer Stunde ungefähr halten. Das wird sich wahrscheinlich erst ein bisschen eingrufen, vermute ich mal. Deshalb kann ich das jetzt nicht ad hoc sagen, wie lange dann jetzt so ein Format geht, aber ihr werdet das ja sehen. Ja, und es ist halt so ein bisschen eine Bekleidung, wirklich halt ein Tagebuch für mich auch, um ja das Ganze mal Revue passieren zu lassen, was überhaupt so in unserer Kampagne passiert, weil es vielleicht nicht immer in den letzten Videos so möglich war, weil man sich halt auf gewisse Sachen halt reduziert hat, in dem, was man halt euch gezeigt hat, speziell für Schlachtberichte. Man will das ja jetzt nicht
extrem ziehen, ne? Sondern man muss halt immer dann dran denken, ja, was möchte man jetzt in dem Moment sein? Es soll für niemanden langweilig sein. Es soll halt für jeden irgendwo informativ sein. Und deshalb muss man sowas, finde ich, halt ja, in einzelne Kategorien packen, wo sich jeder im Prinzip was rauspicken kann, wie er gerade Lust und Laune hat. Und ja, ich denke, das wird eine ganz runde Sache. Und wo wir jetzt dabei sind, würde ich im Prinzip ja, mit dem ersten Tagebucheintrag von General Yamashita anfangen. Wir sehen uns. Bis gleich. Ja, dann nochmal herzlich willkommen zur ersten Folge von Yamashitas Tagebuch. Und ja, wie ihr jetzt sehen könnt, das sind im Prinzip so die Sachen, die sich im Hintergrund unserer ganzen Kampagne natürlich abspielen. Und wir da auch immer fleißig dabei sind, die Sachen aufzuarbeiten, die wir halt für unsere Kampagne brauchen. Und jetzt bin ich im Prinzip hier an neuem Projekt halt dran, um ja meine Staffeln oder meine Luftflotte in der Kampagne halt auszubauen. Wie ihr da jetzt wahrscheinlich schon verfolgt habt, war ich daher sehr bemüht, meine Ressourcenpunkte auch ja, in die Luftflotte zu investieren. Und da hat es sich jetzt natürlich angeboten, dass Warlord da jetzt ein bisschen neuen Stuff für ja, den Pazifikkrieg rausgebracht hat. Und ja, das ist ja einmal halt diese neue Hauptbox Battle of Midway, wo einiges dazu gekommen ist und auch für die Amerikaner und für die Japaner halt neue Jäger und Bomber. Sind hier einmal diese Pakete und da habe ich jetzt natürlich super die Möglichkeit, das weiter auszubauen, weil ich ja bereits eine Zero-Staffel habe. Das ist diese A6 M5 müsste das sein. Und ja, jetzt nochmal eine zweite Staffel jetzt von diesem Flieger zu holen, das wäre ein bisschen blöd gewesen. Hätte man jetzt machen können, aber ich finde es natürlich jetzt klasse, dass es jetzt noch Alternativen gibt. Und ja, also was ich auf jeden Fall jetzt erstmal fertig bekommen möchte, ist die Hayabusa. Die bietet sich halt auch an, weil die vom Auftreten her, ich glaube, das war auch 1940-41. Und es würde jetzt ungefähr von der Zeit her dann auch passen. Mal eben kurz schauen. Ja, 1941. Und was ich jetzt halt hier klasse finde, das kann man hier auch ganz gut auf der Box erkennen. Das war die. Habt ihr hier so ein richtig schönes Farbschema? Das werde ich auch machen, weil wenn man jetzt sieht, optisch gesehen, alleine auch halt von der Größe, tun sich die Flieger nicht viel, ne? Also die sind die Zero ist hier ein kleines bisschen kleiner. Aber wenn man die jetzt auch komplett weiß bemalen würde, also ich habe das hier jetzt für die Zero gemacht, weil ich das grundsätzlich halt cool fand, das Farbschema. Und ich jetzt hier für die Hayabusa im Prinzip ja, so eine Art Flecktarnmuster male, dann kann man das natürlich schön auf dem Spielfeld unterscheiden. Und das werde ich hier auch machen. Das hat mir schon mal ganz gut gefallen. Ja, und dann dachte ich halt, es gibt ja auch noch dieses grünliche Farbschema. Also, dass man jetzt hier unten praktisch weiß genommen hat und oben grün. Das hat ja dann auch Tarngründe, dass praktisch jetzt gegnerische Kampfflieger von oben, die jetzt von oben gekommen wären, natürlich jetzt das grünliche Farbschema gesehen haben, was sich dann halt wieder auf diese Landschaft bezieht, somit schwerer zu erkennen sind.
Und entgegengesetzt verhält sich das natürlich von unten, wenn jetzt jemand mit Flak oder sowas von unten die Flieger beschießen wollte, hat das da natürlich auch schwieriger gehabt durch durch das weiße Farbschema. Ne? Ja, aber dieses Grün würde ich auch gerne noch verwenden. Und zwar jetzt speziell für diese Sturzkampfbomber hier. Da gibt es einmal diesen Aichi D3A und den Nakajima B5N. Ja, die unterscheiden sich im Prinzip. Das müsste der Nakajima sein. Der hat, also ich sehe das jetzt auch, ich schalte das jetzt mal hier. Das ist jetzt zum Beispiel die Hayabusa gewesen hier, der Jäger. Und das ist jetzt der Sturzkampfbomber. Ne? Da habt ihr natürlich auch den direkten Unterschied alleine von der Größe. Ne? Und was ich jetzt hier klasse an dem Modell finde, der hat jetzt halt ja, so eine längere Pilotenkanzel, so ein längeres Cockpit. Und hat hier unten halt so ein Torpedo. Ne? Und der D3, das ist der hier, der ist ein bisschen schmaler. Ist auch ein Sturzkampfbomber, aber ist ein bisschen schmaler. Sieht jetzt die Spannweite jetzt von der Tragfläche, ne? Die ist ein bisschen kleiner. Und der hat jetzt hier unten halt Granaten dran, Bomben dran. Und ihr habt hier jetzt die Option, das sieht man hier oben, kleine Einkerbungen. Da kommt dann die ausgefahrenen Hilfsmittel, also die, jetzt komme ich nicht auf den Namen hier, also die Räder ran. Die sind hier schon ausgefahren. Ich weiß nicht, ob bei diesem Flugzeugtyp das grundsätzlich war, weil der vielleicht immer von Flugzeugträgern oder sowas gestartet ist, dass der gar nicht erst die Option hatte, das einzuziehen. Ansonsten haben sie das wahrscheinlich hier so ein bisschen als Gimmick gemacht, um das vielleicht auch nochmal zu unterscheiden. Das weiß ich jetzt nicht. Muss man sich vielleicht nochmal belesen. Aber da würde ich auf jeden Fall für die Sturzkampfbomber dieses grünliche Farbschema verwenden. Ja, das muss ich mir noch überlegen. Hier seht ihr das nochmal. Hier ist das ausgefahrene D3A und hier ist die Nakajima mit dem Torpedos. Aber dass man die vielleicht farblich auch voneinander nochmal abhebt, das ist vielleicht auch einfacher fürs Spielfeld dann, wenn man das spielt. Ja, das ist auf jeden Fall halt das, was ich jetzt erstmal fertig machen würde. Weil, wie ihr jetzt schon erfahren habt, in der nächsten Runde geht es ja im Prinzip daran, dass wir ein großes Blood Red Skies Spiel definitiv haben, weil Christian mir oder Christian versucht, den japanischen Hafen jetzt anzugreifen, wo sich meine Flotte jetzt zurückgezogen hat, um ja, sich auf das nächste Gefecht halt vorzubereiten, repariert zu werden. Und da habe ich ja meine Staffel ja in Alarmbereitschaft versetzt und kann dann den Christian abfangen. Und das aber nicht nur mit meiner regulären Zero-Staffel, sondern auch mit meinem bereits zusätzlichen gekauften Hayabusas. Und damit habe ich natürlich dann eine Macht ihm gegenüber und hoffe, dass ich dann seine Bomber ausschalten kann. Ja, und das wird bestimmt eine lustige Sache, weil wir dann mal deutlich mehr Flieger einfach auf dem Spielfeld haben und wie sich das verhält. Was das dann für eine Action gibt, da bin ich wirklich mal gespannt. Vor allen Dingen sieht es natürlich für euch dann auch wieder cool aus, wenn man mal sieht, wie viele Staffeln man denn da so hat.
Also optisch gesehen, ne, sieht das dann auf dem Spielbericht dann richtig cool aus. Ja, hier bei diesem Flieger, wie ihr jetzt seht, muss ich hier ein bisschen so nacharbeiten. Aber hier sind so viele Grate noch dran, die man hier erstmal entfernen muss. Das war bei diesen Zeros in dieser Standardbox halt gar nicht der Fall. Die waren wirklich mega sauber. Christian meinte auch, dass das jetzt hier ein ganz anderes Material wäre. Wir hatten ja jetzt in den ersten, ich weiß nicht, wer von euch so alles Blood Red Skies auf dem Schirm hat und das auch direkt spielt. In den ersten Boxen, die hier rausgekommen sind, da waren die Modelle ja fast alle aus Zinn. Das ist schön. Also uns persönlich gefällt das ja auch, aber ist natürlich jetzt hier für diese Geschichte hier mit den Basen, die sich ja hier im Neigungswinkel verändern, wo man ja den Modus von dem Flieger ja praktisch angibt, natürlich schlecht. Weil wenn er jetzt im Sturzflug ist, sage ich jetzt mal, dann ist ja der Schwerpunkt von dem Ganzen so verändert, dass das Base halt ständig kippt. Ne? Und da musste Christian jetzt, weil er diese Wildcats, seine erste Staffel ja fertig gemacht hatte, die Base hier so beschweren, dass das halt ja, stehen bleibt. Ne? Positiv ist dann natürlich, dass man, weil das passiert leider auch sehr häufig, gerade wenn man jetzt auch eine Spielmatte hat, dass man diese Flieger mal schnell so ja, aus Versehen auf dem Spielfeld halt verschiebt und dann nicht mehr in der ursprünglichen Position stehen hat, wie sie halt gewesen sind. Ne? Gut, bei uns ist das, sage ich mal, sowieso nie kritisch, weil wir dann sagen, ja komm, dann stell sie so ungefähr hin und dann passt das schon. Ne? Aber es gibt bestimmt ein paar Spieler, die das ziemlich genau nehmen. Und dann ist das halt natürlich ein Nachteil. Aber wenn die ein bisschen schwerer sind, dann denke ich mal, dann hat man das Problem nicht so oft. Also jetzt muss ich hier wirklich aufpassen, weil ich jetzt auch noch nicht so viele Flieger gemacht habe, was jetzt hier noch grad ist und was schon wieder zum Flugzeug gehört. Ich weiß jetzt nicht, das kann man wahrscheinlich ganz, ganz schlecht jetzt sehen. Hinten diesem Höhenruder, da ist nochmal so eine ja, kleine Kerbe. Naja, das ist, muss ich mal gucken, schwierig. Ja, bei den Hayabusa sieht man es ja halt richtig krass, weil das ist jetzt auch wirklich ein anderes Material hier. Und hier oben seht ihr da an den Tragflächen diese ganzen kleinen Grate. Das muss natürlich alles weg. Und Christian hatte das gleiche Problem auch. Und er meint, er hätte fast eine Stunde alleine dafür verwendet, um die dann so herzurichten. Ja, weil die sind wirklich richtig übel. Weil jetzt muss man aufpassen, dass man sich nicht so viel von der Tragfläche hier jetzt wegnimmt. Das wäre natürlich richtig bescheiden. Ansonsten gefallen mir die Hayabusas eigentlich richtig gut, weil die Tragflächen so ein bisschen nach vorn gewölbt sind. Von den ganzen Fliegern der Japaner finde ich die optisch am ansprechendsten. Ja. Ja, das sind halt alles solche Flieger aus Holz zum größten Teil vor den Japanern. Aber dadurch haben die ja halt auch eine deutlich höhere Geschwindigkeit erreicht. Zumindest in den ersten Kriegsjahren. Und auch eine deutlich bessere Wendigkeit, wie das bei den Amerikanern der Fall gewesen ist. Bei, das ist ja jetzt hier die A6 M2 heißt die, glaube. Und
ja jetzt hier diese Nachfolge, die 5er-Version. Und der hat ja auch dann die Möglichkeit gehabt, einen zusätzlichen Tank zu benutzen. Das heißt im Prinzip, die Reichweite von diesen Jägern wurde so massiv erhöht, sodass auch die Amerikaner immer wieder erstaunt waren, wenn die sich in gewissen Abschnitten des Pazifiks bewegt haben, dass auf einmal irgendwo Zeros aufgetaucht sind. Obwohl da jetzt nicht in unmittelbarer Nähe jetzt ein Flugfeld auf irgendeiner Insel gegeben hat oder es vielleicht auch gar keinen Flugzeugträger gab. Weil die einfach mit dem Tank und dieser leichten Bauweise natürlich eine viel größere Reichweite hatten und einfach mit dem Thema viel mehr abdecken konnten, als das jetzt zumindest in den Anfängen bei den Amerikanern der Fall gewesen ist. Und das hat den natürlich einen deutlichen Vorteil jetzt gebracht. Oh, der ist jetzt auch richtig übel hier. Also da muss ich sagen, hier, also hier sieht man es richtig krass. Ja, hier vorne an der Ecke hier. Das ist richtig übel, da muss man jetzt aufpassen. Da muss man sich wirklich ein bisschen konzentrieren. Das sieht natürlich richtig schäbig aus. Ja gut, dann kann ich das natürlich jetzt auch bestätigen, was Christian meinte, dass er da ein bisschen gebraucht hat, weil muss man sich echt konzentrieren, weil sonst hast du ganz schnell hier zu viel abgenommen und dann hast du so eine Kerbe in der Tragfläche und das ist natürlich richtig bescheiden. Naja gut, es ist wie es ist. Ja, aber man fühlt es hier an diesem Material, das ist irgendwas anderes. Nicht mehr dieses Material, was sie zu Anfang genommen haben. Auch die Plastikbausätze, die dann rausgekommen sind. Da gab es ja wirklich solche Qualitätsunterschiede. Bei mir musste ich teilweise die Zeros ein bisschen so zurechtbiegen, ne, weil ein Flügel halt irgendwie total verbogen war. Da musste man echt auch ein bisschen nacharbeiten. Ja, Christian hatte ähnliche Probleme auch mit den Mustangs gehabt. Er meinte wohl, dass er eine Staffel halt überhaupt nicht verwenden kann. Und da nochmal sich nach Ersatz umschauen muss. Oder gegebenenfalls bei Warlord nochmal nachfragen kann, ob da ein Umtausch besteht, weil da muss ich sagen, ist Warlord eigentlich immer sehr sehr gut aufgestellt, was den Support anbelangt. Also ich hatte jetzt schon mal zwei Fälle, einmal vor Jahren mit einem Bausatz des Hanomax der Deutschen, das war eine Flamer-Version davon, und da hatte ich aber das falsche Chassis, da hat das Oberteil einfach nicht gepasst und ja, das im Prinzip fotografiert und den halt per Mail mitgeteilt, dass das leider nicht passt. Ja, und dann gab es ein bisschen Kommunikation und dann wurde aber anstandslos, haben sie mir dann einen zweiten Bausatz hinterhergeschickt. Und das, was ich jetzt schon da hatte, konnte ich natürlich behalten. Hatte mir, glaube ich, daraus zerstörtes Modell gebaut, also praktisch einen abgeschossenen Hanomag. Da war es ja dann total egal, ob das Chassis nicht mehr ganz drauf passte, weil er wurde ja beschossen und somit hat sich ja auch der Zustand des Fahrzeugs so verändert, dass das überhaupt nicht mehr ins Gewicht fällt. Aber es war auch cool, da hatte man einfach mal so ein Geländestück, was man dann verwenden konnte dafür. Das fand ich echt in Ordnung. Ja, und der zweite Fall war,
Da hatte ich für Cool Seas die Japanerflotte bestellt. Das war, glaube ich, um Weihnachten rum oder so. Das ist aber jetzt auch schon wieder ein oder zwei Jahre her. Und ja, habe dann halt nur oberflächlich reingeschaut, weil das jetzt noch kein Thema war, die jetzt zu bauen bzw. zu bemalen, die Schiffe. Und dann ist uns erst, nachdem wir jetzt in der Kampagne angefangen haben, Cool Seas jetzt mit reinzunehmen, dass mir Karten gefehlt haben. Weil diese Karten, die sind ja so elementar für das Spiel. Da hatten mir, glaube ich, Karten gefehlt für, für dieses T4 oder T6 Patrouillenboot. Wo ich dann einfach nicht wusste, ja, Punkte kosten, was können die? Und ich brauchte ja auch das Panel, um die Verluste bzw. die Höhenpunkte darzustellen. Und zwar natürlich ätzend. Da hatte ich dann, glaube ich, stattdessen für die Kamikaze-Boote halt noch Karten drin. Ja, und jetzt war das eine ganze Weile schon wieder her. Dann hatte Warlord die Webseite neu gemacht. Das hieß, die ganzen Bestellungen, die man über Warlord getätigt hatte, waren halt nicht mehr gespeichert bis dato. Also alles, was nachfolgend bestellt wurde, war da zu sehen, aber alles Ältere war halt nicht mehr zu sehen. Ja, puh. Auch nochmal mit dem Support geschrieben. Die hatten halt gefragt, ja, welche Bestellung war das denn und also ob ich es jetzt über Warlord bestellt habe oder irgendeinem anderen Händler. Und ich konnte das auch selber nicht mehr sagen, ob ich das jetzt direkt über Warlord bestellt hatte oder woanders. Und ja, hab gesagt, ja, ich kann es leider auf der Webseite nicht mehr nachvollziehen. Aber war dann der Annahme, weil ich konnte das beim anderen Online-Händler, wo ich sonst bestelle, da waren ja alle Bestellungen noch drin über Jahre. Und da habe ich es halt nicht bestellt. Also konnte ich es nur über Warlord bestellt haben. Ja, und und das war dann halt der Punkt. Und haben die gesagt, ja, ist kein Problem. Wir schicken dir nochmal ein Paket mit diesen Karten kostenfrei zu. Und ja, super. Also da muss ich wirklich sagen, das klappt bei denen anstandslos. Weil ich bin, sage ich mal, jetzt auch jemand, der relativ selten jetzt irgendwo einen Support behelligt. Jetzt irgendwo, was weiß ich, lasse ich mal 9 Grade sein und sage, ja, ist halt so. Aber da war es halt wirklich elementar, weil man hat ja auch noch gar nicht die Möglichkeit, die Karten einzeln zu kaufen, weil da wäre ich sogar noch hingegangen und hätte gesagt, okay, Warlord bietet die Kartensets einzeln an, dann kaufe ich mir das Kartenset und dann ist gut, aber macht natürlich wirtschaftlich gesehen halt gar keinen Sinn für die Karten extra anzubieten, weil sie ja dann auch die Modelle nicht verkauft bekommen, weil heutzutage kann man sich ja mittlerweile alles über einen 3D-Drucker, wenn es entsprechende Dateien gibt, sich diese Modelle ja erstellen, oder es gibt halt Alternativhersteller für den Maßstab, und ja, dann würde Valo daran ja auch nichts mehr verdienen, wenn die jetzt einfach nur diese ollen Karten da jetzt verkaufen würden. Und das ist ja auch immer so ein bisschen eigentlich das System, dass man ja halt ein neues Modell verkaufen möchte, und dieses neue Modell hat halt jetzt neue Karten mit anderen Funktionen. Man braucht ja diese Karten, um diese Funktionen halt nutzen zu können. Dann würde das ganze System ja überhaupt gar keinen Sinn machen. Können wir gleich sagen, hier, wir machen ein paar Karten fertig und ihr holt euch irgendwo anders die Modelle. Ja, ja, aber wie gesagt, jetzt nochmal zurück hier zu Blood Red Skies. Das hat natürlich jetzt wie Arsch auf Eimer gepasst, sage ich jetzt mal, dass
diese Battle of Midway-Geschichte jetzt zu diesem Zeitpunkt rauskam, wo wir halt auch jetzt mit der Kampagne gestartet sind. Und das passt ja natürlich echt perfekt, weil wir jetzt praktisch auf neue Einheiten zurückgreifen können, die wir euch auch in der Kampagne zeigen können. Wo das Ganze natürlich jetzt noch mal ein bisschen spannender und dynamischer wird, als, wie gesagt, wenn ich jetzt hier als Japaner nur auf ein paar Olle Zeros zurückgreifen könnte, auch keinen Bomber habe oder sowas. Die gibt es ja jetzt, glaube ich, auch schon. Also hier neben den Sturzkampfbombern gibt es, glaube ich, auch schon diese regulären Bomber, die es bis jetzt halt nur als Pappmarker in diesen Boxen gibt. Das finde ich halt immer ein bisschen unschön. Also diese Pappmarke allgemein gut für die Darstellung von irgendwelchen Felsen und so weiter, jetzt aus der Vogelperspektive okay, aber Marker jetzt für Schiffe oder Flugzeuge, weiß ich nicht, fehlt mir halt diese 3D-Geschichte und dieser Höhenunterschied, wenn ich die dann auch einfach nur da auf die Matte lege. Das finde ich nicht so schön. Aber klar, rein fürs Spielen reicht es natürlich vollkommen aus. Ne? Aber das ist ja, wie gesagt, halt unser Anspruch, dass das auch ein bisschen schön aussieht, das Ganze. Und das Auge ist ja bekanntlich mit. Ja, also es ist echt krass hier bei diesen Hayabusas, was man hier noch machen muss. Weil dann einzelne Stellen dann auch nochmal abfeilen. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt in der Folge dazu komme, hier schon irgendwas zu bemalen. Aber es ist ja nicht schlimm. Sonst hetzt ja keiner. Wobei, einen kleinen Zeitdruck habe ich schon im Rücken. Weil die Flieger müssen natürlich zur nächsten Runde dann fertig sein, wenn wir mit dem Blood Red Skies Spiel dann starten wollen. Da will ich hier auf keinen Fall unbemalte Flieger stellen. Auch Ärger. Christian. Nein, gibt's nicht, aber da ziehen wir uns natürlich gegenseitig auf. Ne? Aber es sieht auch einfach dämlich aus. Es fehlt halt die Lebendigkeit des Modells einfach. Ne? Wenn man das einfarbige Modell da stehen hat und am besten noch zwei, drei Staffeln, das ist ja einfach. Es ist langweilig fürs Auge. Ne? Und ihr habt das ja auch schon häufiger mal geschrieben in der Kommentarfunktion, dass ihr die Schlachtfelder, die wir bisher so gemacht haben, und die Modelle gut findet. Und das bestätigt uns natürlich in dem Ganzen, das auch so weiterzumachen. Allgemein muss ich schon sagen, der Support von euch ist schon wirklich klasse, weil auch nur so ist es halt möglich, auf die Community so ein bisschen zu reagieren und vor allen Dingen auch euch selber in euren Hobby mal anzufixen. Ging es früher auch immer so, dass man, wenn man jetzt kein Projekt hat, keine Möglichkeit hat, es zu spielen mit jemandem, dann ja, dann vergammelt sowas einfach nur stumpf im Regal irgendwo, die ganzen Boxen, und ja, das ist einfach schade, ne? Das ist ja halt leider auch allgemein halt so ein Phänomen heutzutage, dass man ja so ein Hobby-Schmetterling ist in vielen Sachen
dass man alle möglichen Systeme halt irgendwie cool findet und die gerne spielen würde, aber das Hauptkriterium ist einfach, wirklich jemanden zu haben, der das dann auch aktiv mit dir spielt und dann aber jetzt auch nicht mal 2-3 Spiele und dann Feierabend, sondern wo man sich halt immer wieder treffen kann, um sowas halt zu spielen. Und auch gerade bei World Action ist das ja auch ein Spiel, was so ein bisschen von dem Kampagnenmodus lebt. Und wenn man jetzt diese Spiele auch nur so oberflächlich spielt, indem man halt sagt, okay, wir machen jetzt hier 1000 Punkte gegen 1000 Punkte, das macht ihr ein paar Mal und dann ist bei euch aber auch die Luft raus. Weil er dann sagt, okay, ja, sind immer wieder die gleichen Einheiten X. Entweder fallen die Würfel dann so, wie sie fallen sollen, oder nicht. Und das entscheidet letztendlich dann den Ausgang des Spiels. Aber wenn ihr ein bisschen tiefer einsteigt, und dieses tiefe Einsteigen funktioniert halt nur, wenn man jemanden hat, der das auch zu 100% fühlt, der die Kampagnen fühlt, der die Spielweise in den Kampagnen fühlt, dann erlebt ihr praktisch ein ganz neues Niveau von dem Spiel, mit dem, was Warlord eigentlich sich dabei auch gedacht hat, ne? Dass man wirklich realistische Kampagnen oder auch fiktive Kampagnen durchspielt und mit seinen Einheiten immer wieder neue Sachen erlebt, seine Armeen aufbaut, die ergänzt, so wie es bei uns in der Kampagne ist. Oder es halt zu Verlusten kommt und man dann als General, als Stratege letztendlich schauen muss, ich muss es ein bisschen neu organisieren, meine Truppen. Es ist jetzt sinnvoll, noch irgendwo Ressourcenpunkte für diesen Zug zu verwenden, oder sollte ich die Einheiten lieber auflösen? Sollte ich stattdessen Punkte jetzt in meine Luftflotte stecken und so? Und dann hat man einen ganz anderen Bezug zu seinen Einheiten und dann auch im Spiel. Und das macht es halt aus, weil man ganz anderen Spielspaß entwickelt, der genau das Gegenteilige auch bewirkt, dass es dann halt auf Dauer des Spielens nicht mehr langweilig wird, sondern es verbessert sich halt von Mal zu Mal, weil man wird kreativ. Wir haben ja auch jetzt in der neuen Runde wieder neue Missionen ausgearbeitet, die einfach gut reinpassen halt in die Kampagne. Zum Beispiel jetzt halt mit dem Blood Red Sky spielen, ne, dass der Amerikaner jetzt sagt, okay, die japanische Küstenflotte, die habe ich jetzt so unter Druck gesetzt, jetzt mache ich den Sack zu, jage meine Flieger los und die machen jetzt den Hafen platt. Und dann ist auf See Ruhe und dann kann ich mit meinen Landungsschiffen da jetzt mehr Druck aufbauen, mehrere Quadranten praktisch angreifen, um neue Truppen auf das Schlachtfeld zu bringen, auf die Insel zu bringen, um dann halt den Druck auf die Japaner zu verstärken. Und das sind halt coole Spiele, die man dann daraus entwickelt und dann halt auch sich dann das Spiel anguckt, okay, was habe ich jetzt an Fliegern? Na, dann geht man nicht hin wie in einem Standardspiel und holt sich dann die bestmöglichen Einheiten jetzt für die Punkte raus, die einem am sinnigsten erscheinen. Nein, man guckt halt, okay, was für ein Jahr spielen wir jetzt? Okay, wir spielen jetzt Early War, da gab es die und die Flieger. Rechnen das ein bisschen auf die Punktekosten hoch und mit den Ressourcenpunkten. Okay, und dann kann ich halt das jetzt einsetzen, ne? Und dann spielt man halt auch mal Flieger oder Einheiten, die nicht so stark sind. Aber diese Einheiten würde man halt nie in einem Standard-Spiel spielen.
Und das ist halt schade, weil dann geht das halt unter. Und es wird halt auf Dauer diese Langeweile fördern. Ne? Ja, ich muss auch ehrlich sagen, für Bolt Action, jetzt speziell für die Deutschen, das ist ja meine erste Armee, die ich damals ausgebaut hatte. Die Japaner sind ja jetzt die zweiten. Da habe ich natürlich auch unzählige Panzer und ist wieder so ein komisches Ding drin. Unzählige Panzer und andere Einheiten, die ich einfach nie irgendwann in einem Spiel aufgestellt habe. Und das ist halt wirklich schade, weil man immer dazu tendiert, oh ja, da spiele ich jetzt den Panzer 4, weil der ist ja von den Punktekosten und von dem, was er kann, ja, einfach der beste Panzer dann, sage ich jetzt mal in einem 1000-Punkte-Spiel. Ja, und dann spielt man kein Panzer 3, dann spielt man vielleicht auch kein Sturmgeschütz, dann spielt man, ja, was weiß ich, kein Panzer 2, spielt man kein Marder oder irgendwas, ne, sondern ja, spielt dann immer wieder den gleichen Quatsch, weil man dann nur den Anspruch hat, das Spiel zu gewinnen, obwohl man vielleicht noch nicht mal im Turnier spielt. Das ist halt schade. Klar, also entweder spricht man sich halt mit seinem Gegenüber vorher ab, komm, lass uns mal eine Fluffliste machen, wir spielen, was weiß ich, Frankreich 1940 und spielen dann halt auch nur eine Liste von diesem Jahrgang. Ja, dann ist das natürlich auch okay. Aber ich weiß nicht, das sind so Sachen, die ich noch nie irgendwo groß gesehen habe. Gut, man sieht natürlich jetzt aktuell auch da relativ wenig. Deshalb, ich verfolge zum Beispiel bei Facebook immer mal wieder die Gruppen. Aber ja, da sieht man halt auch immer wieder so die gleichen Einheiten. Was mich einfach dazu... Also wo ich einfach denke, dass das der Fall sein wird, ne? Und dass man da wenig Varianz hat, wenig variabel ist in dem. Ja, und was besonders schade halt auch immer ist, dass man sieht, dass die Leute einfach schnell den Spaß halt daran verlieren. Also wenn ich sehe, gerade bei Facebook oder eBay Kleinanzeigen, wie viele Armeen verkauft werden, also keine fertig gebauten, ne? Also da sind die ganzen Boxen noch verschlossen. Ja, das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben, aber ich denke, die meisten Gründe sind einfach, derjenige, der es verkauft, hat leider einfach das Pech, dass er in seinem näheren Umfeld niemanden hat, mit dem er das halt spielen kann, ne? Und daran scheitern halt die meisten Systeme einfach. Das ist der Punkt. Es ist einfach, dass man dann keinen Mitspieler findet, keine Community hat, wo man das einfach ausbauen kann und dem Spiel dann halt auch gerecht wird. Ich rede jetzt auch nicht nur von Bolt Action, sondern es betrifft ja auch andere Systeme. Und das ist dann halt auch irgendwann der Tod des Systems oder die Meinung der Leute, dass das System tot ist. Ah, es ist halt ein schwieriges Thema, sage ich mal. So, was haben wir denn jetzt hier schon? Also die Hayabusas gefallen mir so, die haben die schlimmsten Grade. Die haben auch, wie gesagt, halt irgendwie so eine andere, das ist irgendein anderes Material. Die gehen nämlich wieder, die ganzen Bomber. Die haben fast gar nichts, nur ganz, ganz leicht. Das hält sich wirklich in Grenzen.
Ja. Gut, was ich euch, wie gesagt, dann so mal als Tipp geben kann. Also ich habe für mich selber auch so einen kleinen Wandel erfahren, für mich persönlich. Oder sage ich mal jetzt mal überhaupt allgemein zu der Geschichte, wie ich jetzt hier zu dem Hobby gekommen bin. Also ich hatte irgendwann mal, da war ich glaube so 14 oder so, hatte ich die ersten Berührungen gehabt mit 40K. Aber dann auch nur in Form von Literatur, weil mich das Universum da begeistert hat. Das begeistert mich heute auch noch, wobei ich da halt auch gar nichts mehr mache in dem Sinne, sondern mir da auch nur noch Hörbücher jetzt reinziehe oder vielleicht hin und wieder mal lese. Aber ich spiele da aktiv kein 40K mehr. Das ist auch schon seit Jahren so. Auf jeden Fall waren das halt meine ersten Berührungspunkte allgemein mit dem Hobby. Vorher habe ich ganz krass Modellbau betrieben, als kleiner Bub, auch im Setting Zweiter Weltkrieg. Wer kennt's noch, die ganzen Revell-Bausätze und Co. Hatte damals auch eine Abschlussarbeit gemacht, damals für ein Kunstprojekt zu Schulzeiten. Und hab da ein Diorama gebaut gehabt, ein großes, das war 2 Meter mal 1,50 Meter oder so Platte. Und hab da so eine kleine zerbombte Stadt halt gebaut, mit das dann halt mit diesen ganzen Modellen so ausgestattet. Das war mein Kunstprojekt. Ja, und das, was ich halt damals immer schade fand, war einfach, ja, man hat alles gebaut. Aber das war's dann. Dann hast du es hingestellt, dann hat es verstaubt und dann irgendwann ist es vielleicht auch mal kaputt gegangen, weil du mal was sauber gemacht hast in den Regalen und dann ja, hast du dir gesagt, komm, den Blödsinn kriegst du nicht mehr so geklebt, wie er mal im Urzustand war, dann wird in die Tonne. Und das war halt so der Punkt, das war schade. Und dann irgendwann kam halt diese Geschichten mit 40K. Und da hat man da schon mal die ersten Modelle gekauft und bemalt und mal die ersten Spiele gehabt. Ja, und dann hat man im Prinzip den Aspekt Modellbau und das Spielen mit diesen Figuren, mit diesen Einheiten verbunden. Und das war natürlich klasse. Und auch damals habe ich mir schon gewünscht, dass es nicht sowas auch für den Zweiten Weltkrieg oder allgemein für den historischen Bereich geben könnte. Aber das habe ich damals noch nicht so intensiv verfolgt, wie es heute ist. Und wie ihr wisst, gab es ja sowas dann in der Form auch noch gar nicht. Gab es ja ein paar Tabletop, also das meiste hat sich ja eigentlich auf Games Workshop da bezogen. Ich weiß nicht, was es da sonst noch an alternativen Sachen gab, jetzt gerade für den historischen Bereich. Wie weit das zurückreicht. Und ja. Das waren, wie gesagt, halt die Anfänge. Dann gab es ja, so diverse Spielergruppen, wo es dann aber auch nur um ja, ein bisschen 40K und halt ganz extrem Warhammer Fantasy ging. Das war auch cool, weil man hatte dann halt eine große Gruppe mit mehreren Leuten, hatte da auch Kampagnen gespielt. Wobei ich mich persönlich halt mit Warhammer Fantasy zu Anfang, was ja jetzt AOS ist, schwer getan habe, weil mir einfach, sage ich mal, die Modelle nicht so gefallen haben. Und ja, das Fantasy-Setting war halt nicht ganz das Ding. Da habe ich aber drüber hinweggesehen, weil man halt ein paar Leute hatte. Und das ist ja wieder dieser ausschlaggebende Punkt. Man hat dann Leute, Freunde, Kollegen, was auch immer, mit dem oder mit denen wir dann halt spielen konnten. Und das dann halt nicht nur irgendwie ab und zu mal, sondern gerade bei der Kampagne hat man sich dann wirklich sehr gut verständigt und immer wieder getroffen, um halt die Spiele zu spielen.
und hat halt die Kampagne vorangetragen. Dann gab es dann immer mal so eine Art Jahresabschlussspiel, also praktisch eine große Schlacht, wo dann alle Kontrahenten aufeinander getroffen sind und dann ein gemeinsames großes Spiel dann gemacht haben. Und das war schon wirklich gut. Hat Spaß gemacht. Aber das ist dann auch mit der Zeit so ein bisschen ausgelaufen, weil da dann auch wieder neue Regelwerke gab. Und einige der Meinung waren dann, dass es halt alles nicht mehr so funktioniert. Ja, und dann ging es dann trotzdem schon langsam los, dass man sich dann weniger regelmäßig getroffen hat oder man musste halt ja, ein bisschen Überredungsarbeit leisten oder man hatte halt das Gefühl, dass es einfach zu wenig Zeit dafür war und man dann praktisch jemanden halt mehr oder weniger überzeugen musste, komm, lass uns jetzt mal spielen, damit das da vorangeht und dann hat man halt wieder so einen unnötigen Druck in seinem Hobby und das ist war jetzt auch nicht so das Gelbe von Ei und dann ja, ist es dann halt irgendwann versickert. Ich persönlich hatte zwei Armeen halt ausgebaut, einmal Fantasy Echsenmenschen, weil ich dann halt auch eine Armee stellen wollte, die die anderen halt noch nicht hatten. Was ich das immer doof finde, wenn man dann Armeen dann hat, wo der andere die gleiche Armee hat. Das ist immer irgendwie, weiß ich nicht, wenig Varianz. Ja, und eine Zwergenarmee hatte ich dann später auch noch aufgebaut. Die haben wir dann auch noch so mit in die Kampagne dann eingearbeitet. Und das war schon cool. Aber wie gesagt, dann ist das halt irgendwann ausgelaufen. Dann kam das ganze AOS-Gedöns. Und ich war es dann auch für mich persönlich dann auch leid. Wieder neue Regeln, neues Regelwerk und... dann funktionieren irgendwelche Einheiten nicht und dann hat man sich halt entschieden, dann bleibt man jetzt bei dieser Edition vom Warhammer, die letzte, die es dann halt gab. Weiß ich schon gar nicht mehr, welche Version das war. Ist aber egal. Und dann spielt man da weiter. Ja, aber wie gesagt, das ist dann irgendwann versickert. Dann kam ja auch das ganze Corona-Zeug, dann war das sowieso auch mit Treffen schwieriger. Und dann kam halt für mich auch so ein Punkt, wo es mir ein bisschen zu anstrengend wurde, weil dann kamen halt immer mehr Systeme so dazu. Im historischen Bereich haben wir zum Beispiel Saga aufgenommen. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Also für den Bereich jetzt Mittelalter oder frühes Mittelalter. Und dann, was kam dann noch dazu, dieses Frostgrave. Aber dann war halt der Punkt, man hatte auf einmal viel mehr Spielsysteme, aber man hatte immer noch nur die gleiche Zeit, Spiele auszutragen. Ne, also die Treffen mit den Mitspielern wurden ja dadurch nicht erhöht. Ne, und dann fing es für mich halt an, wo ich mir überlegt habe, ist das denn eigentlich noch das, was man jetzt so will, wo ich mich selber noch wohlfühle in dem Hobby. Und das war halt nicht mehr der Fall. Weil man hat auf einmal jetzt wieder ein neues Spielsystem gehabt, wieder Miniaturen aus dem Boden gestampft, sich wieder hingesetzt und gemalt, gebastelt und getan. Mit dem Effekt dann, dass man sich mit den Leuten dann ein, zwei Mal getroffen hat, dieses Spiel gespielt hat. Und dann kam schon wieder das neue Spiel. Und dann ging das Gleiche wieder los. Und irgendwann war für mich auch der Punkt, wo ich einfach auch nicht mehr regelfit war. Und ich auch keine Lust hatte, mich dann jedes Mal vor dem Spiel nochmal irgendwo einzulesen, weil man ja mittlerweile so viele Regelbücher hatte,
dass ich das Spiel an dem Abend oder an dem Treffen wirklich zu 100% spielen kann, weil ich alle Regeln auf dem Schirm habe. Und vor allen Dingen muss man ja dann auch immer die Regeln meistens wissen noch von deinem Gegenüber in vielen Spielen. Also gerade was jetzt im Skyfall-Bereich und Fantasy-Bereich anbelangt. Also du musst auch wissen, was kann dein Gegner. Und das ist auch der Unterschied jetzt im historischen Bereich. Wir haben jetzt hier Flieger oder wir haben Panzer, wir haben Infanterie. Und dein Gegenüber, egal was er für eine Armeefraktion ist, für eine Nation, hat das Gleiche und kann auch das Gleiche. Und das sind nur wenig Nuancen, dass einer mal, was weiß ich, einen Schuss mehr abgeben kann oder eine Bombe mehr werfen kann oder ein Fahrzeug vielleicht ein bisschen schneller ist und dann war's das. Und das ist halt der Punkt. Ich muss nicht zwingend wissen, was für super Einheiten oder was für magische Effekte oder sonstiges hat denn mein Gegner alles, damit überhaupt meine Armee funktioniert oder dagegen anstinken kann. Und das ist halt einfach entspannter, sage ich mal, im historischen Bereich. Man kann sich wirklich mehr auf seine Geschichte konzentrieren, ohne jetzt unbedingt zu wissen, was kann der Gegner. Ja, so, und jetzt gucken wir aber erstmal bei dem ganzen Geschnacke. Weil das hatte ich jetzt hier auch nochmal festgestellt. Ja, bei den Hayabusas hier zum Beispiel funktioniert es gut. Die sitzen hier ordentlich drauf. Ja, aber ihr müsst ja dann später hier diesen Sheet hier drauf machen, um die Pilotenstärke, den Pilotenstatus hier anzuzeigen, ob das jetzt hier ein regulärer Pilot ist oder ein Fliegerass oder sowas. Weil hier bei diesen Nakashima-Bombern habe ich nämlich schon gesehen, dass hier die Aussparung viel zu groß ist. Ja, und dann seht ihr schon, ne? Der wackelt hier. Kann ich hier ganz locker abnehmen und das ist natürlich richtig bescheiden. Da hat mir Christian einen Tipp gegeben, dann mache ich hier so eine Art diese kleine Fixierknete rein, die man jetzt hier auch so, wenn man jetzt irgendwelche Minis bemalt, auf dem Korken macht. Und das werde ich hier reinmachen und dann hält das auch besser. Und dann hat man immer noch die Option, das abzunehmen, weil ich will das hier natürlich nicht ankleben. Weil dann würde ich mir hier die Chance kaputt machen, diesen Sheet hier auszutauschen. Das wäre ja schön dämlich. Ja, deshalb muss ich das dann so machen, wie Christian das vorgeschlagen hat. Aber es sind doch noch überall solche Dinge. Also haben wir ja auch schon fast bei einer Stunde hier. Ja. Ja, wir werden jetzt hier in dieser Folge und einfach mal die Flieger zu Ende begradigen, ein bisschen quatschen. Vor allem könnt ihr jetzt dieses Format, wie gesagt, auch nutzen, um uns dann auch mal über die Kommentare mal direkt Fragen zu stellen und wir euch die auch beantworten können. Genauso ist es halt auch, dass wir dann natürlich auch Fragen an euch haben, damit da ein bisschen Kommunikation ist, um auch erfahren zu können, wie ihr jetzt zu unserer Kampagne steht, was ihr vielleicht auch nochmal so für Vorschläge habt oder was ihr gerne dann in der Kampagne sehen möchtet. Begeistern bei uns ja auch noch diverse Ideen und Gedanken durch die Köpfe und in Absprache mit euch ist es natürlich dann besser, weil dann können wir auch das dann zeigen. Und dann ist das natürlich für alle Seiten echt ein Mehrwert. Und dieses Format, wie gesagt, das ist für euch einfach nur so eine typische Malbekleidung, Bastelbekleidung, wo ihr meinen Gedankengängen mal ein bisschen folgen könnt. Christian wollte, glaube ich, auch sowas machen in der Art, weil er bastelt ja dann fleißig an seinen
Leuten weiter, an den Amerikanern, aber er hat jetzt auch, glaube ich, bald die Australier auf dem Tisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Da geht es natürlich auch noch weiter. Und ich glaube, wir sind auch dieses Jahr halt ein bisschen zu ambitioniert gewesen, was wir in unserem News, in unserem letzten News-Video, also den Jahreswechsel angekündigt hatten. Ich glaube, das Pacific wird uns hier in der Form noch ein bisschen länger verfolgen, weil wir A, ja noch einiges vorhaben und B, wenn wir jetzt uns auf irgendein anderes Schlachtfeld bewegen, müssen wir da natürlich auch erstmal die Armeen und alles aus dem Boden stampfen. Sind zum größten Teil, oder die Fahrzeuge, Einheiten sind ja zum größten Teil schon da, aber halt auch wieder nur in diesem Zustand, ne? Und das macht für uns keinen Sinn, dann irgendwas zu zeigen, was einfach nicht fertig bemalt ist. Ja. So sieht es nämlich aus. Aber man muss auch einfach mal ein paar Sachen Zeit geben, sich zu entwickeln. Und wie gesagt, in dieser Kampagne haben wir echt ständig wieder neue Ideen. Und es wäre auch einfach schade, sage ich jetzt mal, vorzeitig das jetzt irgendwie zu beenden, wo man ja noch so viel Potenzial hat, so viel Variation und so viele Optionen, irgendwas zu zeigen, damit ihr das auch einmal sehen könnt, was ist denn eigentlich alles möglich. Zum Beispiel mit dem neuen System, was jetzt von Warlord rausgekommen ist, das Combined Arms, also das Kombinieren von dem, was wir jetzt hier eigentlich machen. Und das ist auch so das Lustige, dass Warlord jetzt ein System rausbringt, um diese einzelnen Schlachtfelder auf Wasser, Land und zu Luft jetzt zu verbinden. Das ist ja im Prinzip genau das, was wir hier machen. Und ja, das werden wir uns halt auch besorgen, um einfach mal zu sehen, wie löst das jetzt Warlord? Was machen die, um das zu kombinieren? Aber wir haben ja auch unsere, sage ich mal, unsere eigenen Hausregeln erstellt, damit dieses System hier funktionieren kann. Und bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Weil das ist ja, wie gesagt, halt auch immer der Punkt gewesen, was wir auch schon erkannt haben, dass Warlord, hier ist auch noch einer, da sehe ich dann doch immer noch einen, dass Warlord einfach das kombinieren möchte oder das halt gerne sehen möchte, dass die Leute das halt in der Form spielen. Und das wird einfach viel zu wenig gemacht. Also klar, ich kann das jetzt nur vermuten, weil ich sehe ja jetzt nicht, was bei jedem da in seiner Spielergruppe zu Hause, wo auch immer im Verein, was da passiert. Ne? Ich kann ja auch nur von dem sprechen, was ich an Informationen in den sozialen Medien so mitbekomme. Das ist ja der einzige Punkt. Und da sehe ich halt leider gar nichts in der Richtung. Ich lese halt immer mal wieder, dass Leute da irgendwie eine Kampagne machen. Aber das sind halt immer mal so Momentaufnahmen. Ich sehe halt nirgends einen, der das ein bisschen längerfristig einfach dokumentiert, und deshalb habe ich die Vermutung, dass da, hier ist zum Beispiel auch hinten der kleine Flügel hier, ach, das ist fokussiert nicht, das ist auch wieder ein bisschen verzogen, sowas muss man dann halt auch immer wieder begradigen. Ja, also das ist, wie gesagt, halt der Punkt, was ich nicht einordnen kann oder nicht sehe, ob man da wirklich an der Stange bleibt. Und so verschießt man sich halt der Möglichkeit des Spielens. Was eigentlich Warlord hier mit dem System bezweckt. Weil, wie gesagt, es gibt einfach zu viel Spielsysteme und die Leute sind halt alle immer schnell angefixt von dem ganzen System und wollen alles halt spielen, aber man spielt halt alles nur oberflächlich. Das ist halt das, was ich für mich erkannt habe und wo ich halt einfach weg wollte. Also bei uns in der Spielergruppe, wie gesagt, kam dann auch dann auf einmal, das war für mich halt wirklich der Knackpunkt, wo ich das entschieden habe,
wie hieß das denn nochmal, Blood Bowl, ja, diese Football-Version der Fantasy-Zeug. Und dann waren wieder alle angefixt und wollten wieder alle Miniaturen und bauen und hier und da. Und da bin ich jetzt überhaupt auch gar nicht mehr im Thema, wie das da in der Gruppe weiter gelaufen ist. Aber das sind halt so die Sachen für mich. Da mache ich es dann einfach nur noch für andere Leute und stecke halt für mich im Hobby immer mehr zurück, weil es ist einfach nicht mehr das, was ich will. Und das jetzt dann nur zu spielen, damit man weiterhin in der Spielergruppe ist oder sich weiterhin mit Leuten trifft, war das mir nicht wert. Und das war für mich im Prinzip die Entwicklung. Positiv halt, wo ich wieder Spaß hatte. Ich hatte dann einfach, das war für mich auch ein Punkt, wo ich einfach keinen Spaß mehr an dem Hobby hatte. Muss ich ehrlich und offen zugestehen, weil mir wurde das einfach zu viel. Mir wurde es einfach zu viel. Ich bin da auch ein bisschen immer irgendwie auch organisiert, und wenn ich dann bei mir ins Büro gekommen bin und ich habe da unzählige Kisten und Kästen gesehen mit nicht fertigen Modellen, das hat mich einfach so gestresst und unter Druck gesetzt. Ich weiß nicht warum, aber es war einfach so. Und das hat mir den Spaß genommen. Ich kam halt auch einfach nicht mehr dazu, mich wirklich hinzusetzen und dann jetzt eine Einheit wie hier jetzt zu nehmen und die fertig zu machen, weil es im Kopf die ganze Zeit gearbeitet hat, ach, du hast noch das, du hast noch das, und dann müssen wir ja das spielen und dann muss das noch fertig werden. Also das war einfach sowas von lost, diese ganze Geschichte. Und da habe ich mich einfach dann Stück weit immer mehr distanziert und das dann halt auch angesprochen, dass ich halt einfach kein Teil von dem Ganzen mehr sein möchte. Und ja, inwieweit das jetzt positiv oder negativ angekommen ist, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Für den einen so, für den anderen so. Aber wie gesagt, es ist ja ein Hobby und es muss euch im Vorfeld selber ja gut tun, weil es ist ja eine Zeit, sage ich mal, wo ihr runterkommt für euch, die euch ablenkt vom Alltag, die euch ablenkt von der Arbeit. Ja, also es ist eine wertvolle Zeit, eine sogenannte Quality Time, wobei ich diesen Ausdruck immer hasse. Und die ist halt einfach für euch. Und wenn ihr euch damit aber stresst und kaputt macht, dann bezweckt diese Zeit und dieses Hobby genau das Gegenteilige. Und ja, ich denke mal, es wird vielen Leuten heutzutage auch so gehen. Weil warum sollen Leute dann ständig wieder Armeen verkaufen? Also unfertiges Zeug. Also wie als ob man es im Laden kaufen würde. Original verpackt und allen Zip und Zap. Warum? Weil einfach keine Zeit und andere Projekte anstehen. Und wenn ich jetzt auch andere Kanäle so verfolge, höre ich hier und da auch immer mal wieder sowas raus. Ja, ich muss ja noch das fertig machen. Ich denke, das ist einfach der falsche Weg. Ihr dürft euch, glaube ich, da nichts unter Druck setzen. Und wenn halt andere meinen, jetzt muss das System gespielt werden und dann morgen muss das System gespielt werden und ihr fühlt es einfach nicht, dann müsst ihr das offen und ehrlich einfach ansprechen. Und wenn das jetzt nur negativ aufgenommen werden würde, dann müsst ihr für euch dann sagen, okay, dann bin ich hier halt falsch, ne? Und orientiere mich anders. Und wie gesagt, das ist jetzt eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Und mir reicht es in dem Sinne halt mit der begrenzten Zeit, die mir auch zur Verfügung steht, dass ich mit jemandem, der zu 100% das Gleiche fühlt, ich die Möglichkeit habe, dieses Spiel mal so zu spielen,
wie es eigentlich halt gedacht ist. Und das ist, glaube ich, der Luxus jetzt bei uns, dass wir jetzt zwei Leute sind, die da zu 100% das fühlen und das dann auch spielen können. Und das ist halt der Punkt, also den Luxus, den viele halt nicht haben. Ja, da gehe ich halt jetzt nicht nur davon aus, dass in ihrem näheren Umfeld, da wo sie wohnen, wo ihr wohnt, dass ihr einfach überhaupt gar keine Leute habt, die da spielen, sondern ihr müsst ja dann auch Leute haben, die genau dieses System halt fühlen zu 100% und sich dann halt auch einbringen und es nicht nur irgendwie oberflächlich spielen. Und das ist wirklich, da jemanden zu finden, das ist, glaube ich, eigentlich die Krux an der Sache. Um wirklich konstant Spielspaß in dem Hobby auch zu haben. Ja, und es ist halt auch, man entwickelt sich ja auch immer weiter und ich meine, man Leute kommen und gehen, ne? Das dürft ihr ja auch nicht vergessen. Und irgendwann gibt es sicherlich mal den Punkt, wo aus irgendwelchen Gründen das hier auch nicht mehr weiter stattfinden kann. Ne? Und dann ist es halt so. Ne? Dann kann das ja nicht weiter ändern. Es ändern sich ja halt auch immer Sachen im Leben. Und man muss sich einfach irgendwie versuchen anzupassen. So, ich denke, ich bin jetzt durch. Ich drehe die jetzt nochmal alle hier um, wenn hier noch irgendwas Komisches auffällt. Ja, wie gesagt, die Hayabusas, die waren jetzt am kritischsten, aber das ist echt ein anderes Material, da hat der Christian recht. Bei den Hayabusas, da werde ich trotzdem nochmal nachfeilen müssen. Aber gradtechnisch ist das jetzt hier alles erledigt. Das war mit dem Kameraden hier. Ja, ist auch okay. Was ist mit der Hayabusa? Boah, der ist gut drauf hier. Ja, gut, da muss ich auch nochmal feilen. Okay. Ja, das war im Prinzip, sage ich jetzt mal so, die erste Folge von der Maschidas Tagebuch, mein alter Ego. Und ich hoffe, dieses Format sagt euch so ein bisschen zu. Wird wahrscheinlich immer so diesen Zeitrahmen jetzt umfassen. Ich werde jetzt natürlich hier noch ein bisschen weitermachen. Und dann steigt ihr halt immer wieder ein über dieses Format und könnt mir dann halt weiter zuhören und das ein bisschen verfolgen, was ich hier treibe. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haltet die Ohren steif und wie gesagt, stresst euch nicht im Hobby. Bis dahin, ciao!